Kurz vorneweg, bevor es jetzt gleich in deine Hypnose zum Selbstbewusstsein stärken geht, wenn du dir diese Hypnose gern runterladen möchtest als Audio, dann geh auf silpod.de. Silpod wie der Beginn von Selbstbewusstseinspodcast.de. Silpod, S-E-L-P-O-D.de. Silpod.de. Da kannst du dir die Audiospur kostenlos runterladen. Und wenn du auf der Suche nach anderen Trancen, Hypnosen, Meditationen, Powernaps bist, gegebenenfalls auch mit einem anderen Musikhintergrund, mit anderen Themen, länger, kürzer und so weiter, dann gehe auf schlafquickie.de und da bekommst du im Moment auch kostenlos meine erfolgreichste Powernap zum Download und noch ein bisschen mehr. schlafquickie.de. So, und jetzt geht's hier richtig los. Hypnose zum Selbstbewusstsein stärken. Hey, ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 23 Jahren. Und heute habe ich dich an einen meiner absoluten Lieblingsplätze hier im fränkischen Seenland mitgenommen. Und je nachdem, wo du dieses Video siehst oder wo du diesen Podcast hörst, kann es interessant für dich sein, auf meinen YouTube-Kanal zu gehen, weil ich da diese Hypnose mit unterschiedlichen Musikhintergründen hinterlegt haben werde. Und wo immer du bist, sorge dafür, dass du jetzt für die Dauer dieser Hypnose möglichst ungestört bist. Sorge dafür, dass du nach Belieben in deine innere Welt abtauchen kannst. Und auch ich schließe teilweise die Augen, weil mir die Sonne so schön entgegenstrahlt und weil auch ich so besser in meiner inneren Welt sein kann. Und dadurch näher bei dir. Falls noch nicht geschehen, ist es jetzt vielleicht für dich an der Zeit, die Entscheidung zu treffen. Ich bin genauso viel wert wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch. Ich bin genauso viel wert wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Es mag sein, dass du mehr verdienst oder weniger, dass du der Gesellschaft einen größeren Nutzen bietest oder einen nicht so großen, dass du bereits mehr dein Leben lebst oder noch dabei bist, deinen ganz persönlichen Weg zu finden. Du bist ganz genauso viel wert wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch. Und im Kern hast du diese Entscheidung dann getroffen, wenn du dich immer mehr danach verhältst. Und in den unterschiedlichsten Situationen deines Lebens, wo du mit anderen Menschen zu tun hast, kannst du dir immer wieder bei passender Gelegenheit die Frage stellen und dich dabei beobachten, ob bzw. dass du dich so verhältst, weil du genauso viel wert bist wie alle anderen Menschen auch. Was auch immer das in den unterschiedlichsten Situationen konkret für dich bedeuten mag. Und es wird Situationen geben, da wirst du das als herausfordernd erleben, dich so zu verhalten, dass bzw. weil du genauso viel wert bist wie alle anderen Menschen auch. Und es wird Situationen geben,
da fällt es dir schon ganz leicht. Du siehst, falls du zuschaust, falls du das Video siehst, den Schnee im Hintergrund. Und ansonsten kannst du dir Schnee vor deinem geistigen Auge vorstellen. Und du siehst oder stellst dir vor einen herrlichen See hinter mir. Und du weißt, der Schnee, das Wasser im See sind im Grunde genommen das ein und selbe. Obwohl sie ganz unterschiedliche physikalische Eigenschaften haben, obwohl sie ganz unterschiedlich aussehen, und du kannst dir vorstellen, dass es sich mit dem Selbstbewusstsein in mancherlei Hinsicht ähnlich verhält, ähnlich verhalten kann. Und du weißt genau, die Sonne verändert das Eis, die Sonne verändert den Schnee. Die Sonne lässt die Formen sich verändern. Auf ihre ganz eigenen, auf ihre ganz einzigartigen Weisen. Und du kannst dir vorstellen, dass die Sonne dich in deinem Sinn verändert, dass du die Sonne deines Lebens bist, die dafür sorgt, dass sich diese oder jene Form verändert, dass sich dieses oder jenes vielleicht noch bremsende Muster löst, dass die in dir gebundenen Energien frei werden, freier werden, dir immer mehr zur Verfügung stehen. Und du kannst dir weitere Vorstellungen kommen lassen, die sinngemäß in die Richtung gehen, dass du immer freier, immer kraftvoller für dein Leben wirst, dass du immer mehr deinen Gedanken, deinen Impulsen folgst, während die Stimmen von außen leiser werden, während die Einreden von außen leiser werden, während du immer weniger darauf hörst, was andere von dir wollen, was andere von dir erwarten, wie andere dich anders als in deinem Sinn möglicherweise noch haben möchten. Du darfst dir immer mehr erlauben, der für dich wichtigste, wertvollste Mensch in deinem Leben zu sein. In dem Maß, wie du dich hast, hast du andere. In dem Maß, wie du liebevoll mit dir umgehst, steckt diese Liebe in dir, kannst du diese Liebe anderen zuteil werden lassen. Kannst du die von anderen kommende Liebe wahrnehmen, annehmen, erwidern? Wie im Innen, so im Außen. Und wenn das Außen noch nicht passt,
kann es dienlich sein, nach innen zu schauen, mit der Frage, was du da vielleicht jetzt verändern möchtest. Um selbstbewusster und selbstbewusster zu werden, darfst du dir erlauben, zu wachsen und zu wachsen. Manches kann diese Hypnose leisten, anderes kannst nur du selbst leisten. Eine Hypnose kann motivieren, die Muskeln zu bewegen, auch die Denkmuskeln, die Selbstbewusstseinsmuskeln, die Muskeln selbst bewegen, sodass sie wachsen können. Das kann nur dein Körper. Und ja, die Muskeln zu betätigen, ist anstrengend. Und ja, sich danach zu entspannen, ist wunderbar verdient. Und dann wachsen die Muskeln erneut. Selbstbewusstsein stärken im stillen Kämmerlein, das geht bis zu einem gewissen Maß. In der Umgebung mit Menschen geht es zumeist schneller. Mal schneller, mal weniger schnell. Und häufig kannst du es dosieren. Mal anspruchsvollere Situationen, mal weniger anspruchsvolle Situationen. So wie es dir gerade dient. Ein Mensch, der Zeit seines Lebens unsicher war, der kann sich kaum vorstellen, wie wunderbar es sich anfühlt, durch und durch selbstbewusst zu sein. Selbstbewusste Menschen, die früher unsicher waren, beschreiben den Unterschied oft damit, indem sie sagen, das frühere Leben war dreimal so anstrengend wie das selbstbewusste, bei deutlich geringerem Erfolg. Oder positiv formuliert, der Selbstbewusste erreicht mit deutlich weniger Kraftanstrengung deutlich mehr, ruht dabei deutlich mehr in sich, bewirkt, lässt wirken deutlich mehr und hat dabei strahlendere Erfolge im Außen, vor allem im Innen. Denn in dem Maß, wie du dich in dir, mit dir selbstbewusst und erfolgreich fühlst, durch und durch, in allen Zellen deines Körpers, in dem Maß wirst du von außen, wirst du von anderen Menschen auch so wahrgenommen und vor allem auch so behandelt. Erlaube dir immer mehr auch jetzt in deine wahre innere Größe zu kommen. Wenn du magst, kannst du dir eine Vorstellung kommen lassen von einer wunderbaren Schmetterlingsraupe.
Und du kannst ja diese wunderbare Schmetterlingsraupe in den schönsten, in den schillerndsten Farben ausmalen. Jetzt. Und du kannst dir eine Vorstellung davon kommen lassen, wie sich diese Raupe einen sicheren, einen geschützten Platz sucht, um sich zu verpuppen. Und während die Raupe ruht, geschieht das Wunderbare. Sie verwandelt sich zum Schmetterling. Manche unsicheren Menschen sind sozusagen bereits längst der Schmetterling, doch sie glauben, sie wären noch eine Raupe. Und in dem Moment, in dem der Schmetterling, der glaubt, er wäre noch eine Raupe, beginnt zu entdecken, dass er ja irgendwie wie ein Schmetterling aussieht, verändert sich seine Welt. In dem Maß, wie dieser Schmetterling glaubt, er wäre noch eine Raupe, beginnt mit seinen Flügeln zu schlagen, verändert sich seine Welt. Der Schmetterling, der dauerhaft an der Überzeugung festhalten würde, er müsste ja eigentlich eine Raupe sein, weil er ja Zeit seines bisherigen Lebens eine Raupe war. Der wird in der freien Natur sozusagen aus gutem Grund nicht lange überleben. Was zeichnet dich als Schmetterling? Was zeichnet dich als Mensch besonders aus? So wie es keine zwei Schmetterlinge auf dieser Welt gibt, die zu 100% identisch sind, so wie es keine zwei Grashalme auf dieser Welt gibt, die zu 100% identisch sind. Und so wie es noch nicht mal eineiige Zwillinge auf dieser Welt gibt, die zu 100% identisch sind, so gibt es auf dieser Welt keinen einzigen Menschen, der genauso ist, wie du bist. Und so wie ein Puzzle aus unterschiedlichsten Teilen besteht. Und so wie das große Ganze dadurch entsteht, dass die unterschiedlichsten Teile passend zusammengelegt werden, passend zusammengefügt werden, so bist auch du ein wesentlicher, ein wertvoller Teil vom großen Ganzen. Und es liegt in einem hohen Maß an dir, zu welchen Formen du dich entfaltest, zu welcher Größe du wächst, welche Fähigkeiten du trainierst, welchen Fähigkeiten du erlaubst, nach außen in Erscheinung zu treten. Die Zeiten, in denen wir Menschen in einer Leistungsgesellschaft lebten, sind vorbei. Zumindest in den allermeisten europäischen Ländern, in den allermeisten zivilisierten Ländern. Für die allermeisten Menschen. Wir
Diese Menschen leben heute in einer Wirkungsgesellschaft. Leistung ist wichtig, ja, aber im Kern kommt es auf die Wirkung an. Der Mensch, der meinetwegen Kohlen schaufelt, leistet viel. Der Mensch, der dieselben Kohlen schaufelt und das zum Beispiel vor laufender Webcam macht, der leistet dasselbe und kann eine weltweite Wirkung erzielen. Und das ist als Beispiel dafür zu sehen, wie deine Leistung sich ganz unterschiedlich entfalten kann, wie dieselbe Leistung von dir einen ganz unterschiedlichen Wirkhorizont entfalten kann. Und lediglich deine Kreativität, dein Selbstbewusstsein stellen die Grenzen des für dich Möglichen dar. Und deine Kreativität kann wachsen, dein Selbstbewusstsein wächst, kann wachsen, kann von dir trainiert, kann von dir gestärkt werden. Sogenannte Influencer, die aus voller Begeisterung heraus mit irgendetwas begonnen hatten, mit dem Drehen von Videos und dem Veröffentlichen, mit dem Knipsen von Bildern und dem Veröffentlichen, mit dem Schreiben und dem Veröffentlichen. Manche dieser Influencer haben heute eine Reichweite, die größer ist als die von renommierten Zeitungen, die größer ist als die von renommierten Fernsehsendern, die Wirkungen von Politikern teilweise bei weitem übertreffen. Aus der Begeisterung heraus wirkungsvoll, selbstbewusst. In dem Maß, wie du dir erlaubst, immer mehr deine wahre Größe zu leben, deine wahre Größe zu praktizieren, deine wahre Größe zur Entfaltung zu bringen, deine wahre Größe wirken zu lassen, strategisch geschickt einzusetzen, wird dein Selbstbewusstsein zum Schlüssel für beinahe alles Erreichbare auf dieser Welt. Dein Selbstbewusstsein öffnet dir Tür und Tor, vor allem zu deinem inneren Lebensglück, zu deiner Zufriedenheit, zur Liebe in deinem Leben, zur Klarheit und zu noch so viel mehr. Walt Disney hat einmal gesagt, alles, was du dir erträumen kannst, das kannst du auch realisieren. Was sind deine großen Träume? Was sind die Träume, die vielleicht in Vergessenheit geraten waren, die dir jetzt allmählich immer mehr wieder in den Sinn kommen? Was sind aktuelle Träume? Was sind neue Träume?
Und wenn du dich in die Situation versetzt, diesen oder jenen Traum realisieren zu wollen, dann kann es sein, dass dir das Angst bereitet. Und diese Angst, die zeigt dir an, wo momentan die Grenzen deiner Komfortzone sind und wo deine Wachstumszone, deine Erfolgszone beginnt. Und du kannst dir das so ähnlich vorstellen wie der Sprung vom 3-Meter-Brett ins Wasser. Es gibt im Wesentlichen zwei Strategien, wie man damit umgehen kann, wenn man das noch nicht oft getan hat. Die einen überlegen sich, was alles schief gehen könnte. Sie lassen sich beraten. Sie lesen Unfallstatistiken. Und sie klettern ganz, 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 ganz vorsichtig nach oben, mit Fallschirm bewaffnet, angeseilt, mit dem Notarzt vor Ort. Und es ist klar, diese Menschen werden niemals springen. Und es gibt die anderen Menschen, die selbstbewussten Menschen, die entschlossenen Menschen, die bereits unten die Entscheidung treffen. Ja, ich gehe hoch und ich springe runter. Und in dem Moment, in dem du abgesprungen bist, ist keine Zeit mehr für Angst. Denn jetzt bist du voll im Geschehen, im selbstbewussten Geschehen. Ja, und alles in dir bereitet sich für die Landung vor. Und du weißt, es wird gut gehen, ganz gleich, wie du dich in dem Moment fühlst. Und du machst es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und deine Psyche wächst und wächst und wächst. Dein Selbstbewusstsein wächst. Deine Zuversicht wächst. Dein Selbstbild wächst. Dein Selbstvertrauen wächst. Dein Selbstwertgefühl legt zu. Das Strahlen in deinen Augen nimmt zu. Deine Glücksgefühle nehmen zu. Und im Laufe der Zeit lächelst du immer häufiger, strahlt es immer mehr aus dir heraus, bekommst du immer mehr Ausstrahlung. Entwickelst du dich im Verlauf der Zeit zu einer charismatischen Persönlichkeit, die weiß, was sie will und danach handelt, die weiß, was sie nicht will und Nein sagt. Und so wirst du immer mehr der Riese, der du tief in deinem Inneren schon längst bist. Und was immer du hörst, was immer du gegebenenfalls siehst, du kannst es nutzen, um noch mehr bei dir zu sein. Denn alles von außen sind lediglich Angebote, die du auf dich wirken lassen kannst, auf diese oder jene Weise. Und es liegt an dir, ob du etwas als Störgeräusch erlebst oder als Applaus, als Zustimmung, als Jubel vom Universum. Und wenn du jetzt tief in dich hinein fühlst, tief in dich hinein
in deinen Wesenskern hinein. Vielleicht magst du dir vorstellen, dich dabei zu umarmen, dir dabei so etwas zu sagen wie wow, wow, ich liebe mich auf eine ganz einzigartige Art und Weise. Wow, was für wunderbare Gefühle in meinem Körper. Und du weißt, kein Haus auf dieser Welt baut sich von alleine, sondern Häuser werden gebaut. Und bevor der erste Stein gesetzt wird, wird ein Plan gemacht. Und bevor der Plan gemacht wird, entsteht der Plan im Kopf. Entsteht davor die Absicht, ein Haus bauen zu wollen. Welche Absicht verfolgst du mit und für dein wachsendes Selbstbewusstsein? Inwieweit sind dir die Pläne deine Pläne für dein dich erfüllendes, selbstbewusstes, erfolgreiches Leben bereits bewusst? Welche Teile deines Lebens möchtest du erstmals oder neu beplanen? Auf eine Art und Weise, dass das Wachstum standhalten kann mit deinem inneren Wachstum, mit der zunehmenden Befreiung deines inneren Riesen. Und diese Vorfreude, diese Gewissheit auf dein wachsendes Selbstbewusstsein, auf die wachsenden Erfolge in dir und in deinem Leben, die darfst du jetzt für die weiteren Stunden an diesem Tag mitnehmen, in die nächsten Tage, in die nächsten Wochen, in die nächsten Monate deines Lebens. Und dieses Wachstum darf geschehen, solange wie du das möchtest, für den Rest deines Lebens. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute für den weiteren Verlauf in deinem Leben, für dein wachsendes Selbstbewusstsein, für deine wachsende Zufriedenheit, dafür, dass du dich immer mehr zu dem Riesen entwickelst, der du längst in deinem Inneren bist. Und du weißt, in dem Maß, wie du dir wohlgesonnen bist und wie du deine Stärken zum Erstrahlen bringst, wird die Welt dadurch heller, wird die Welt dadurch freundlicher. Veränderst du dadurch auf deine Weise die Welt. Und du kehrst von dieser inneren Reise wieder in die Gegenwart zurück. Du spürst dein wachsendes Selbstbewusstsein. Du spürst, wie du immer mehr Zugriff auf die Energien deines Körpers hast. Du atmest etwas tiefer ein und aus
und du atmest noch tiefer ein und aus und du reckst dich und du streckst dich und du weißt, alles, was du wirklich, wirklich willst, wird wahr, in dem Maß, wie du dich selbstbewusst, selbstbestimmt, entschieden dafür einsetzt. Ich wünsche dir in deinem Sinn das Allerbeste. Vielleicht bis bald. Ich bin Matthias Schwem. Und jetzt lasse ich dich noch ein klein wenig hier an dieser wunderbaren Umgebung teilhaben. Während du dir vielleicht das ein oder andere notieren kannst, wenn du magst. Und lass mich für dich noch kurz die Schwäne einfangen.